Ein letztes Mal schauen wir zurück nach Österreich. In der ersten Woche haben Marina, Mehmet und Ulrich dort die Grundlagen der Fitness gelernt und konnten vom Alltag abschalten. Am Ufer des Bodensees hat Martin eine neue Aufgabe für sie vorbereitet. Ihr habt jetzt ja schon einiges hinter euch. Wie geht's euch? Oh, total Muskelkater. Muskelkater am ganzen Körper, ja. Oberschenkel, Arme, Rücken. Das tut alles weh bei jedem Schritt. Ja, ich glaube, jeder, der Muskelkater hatte, weiß, was das für Schmerzen sind. Ich habe genau diese Schmerzen auch bei jedem Treppengang, bei jeder Steigung oder wenn ich einen Berg runterlaufen muss. Da merke ich jeden einzelnen Muskel im Körper. Also Muskelkater ist was ganz Natürliches. Ist jetzt nichts Schlimmes, er vergeht wieder. Ja. Man kann das Ganze auch ein bisschen beschleunigen, damit es weggeht. Muskelkater kriegt jeder, der mit Sport anfängt. Es kommt durch verschiedene Intensitäten, durch neue Übungen. Weg kriegt man ihn, indem man ein bisschen weniger macht. Ja, völlig zu pausieren, das kann den Muskelkater verlängern. Also ein bisschen Bewegung, wo der Körper durchblutet wird, das tut gut. Und da ist zum Beispiel Ausdauer in der moderaten, leichten Form sehr positiv. Also du meinst, wenn wir heute hier laufen, beschleunigen wir den Abbau des Muskelkaters? Genau. Ja, also das Laufen an sich ist die natürlichste und einfachste Form, Muskelkater loszuwerden. Schlimm ist es immer, wenn ihr in Ruhe seid und dann euch danach bewegt, oder? Wenn ihr also lange sitzt zum Beispiel, danach aufsteht. Auf jeden Fall. Oder morgens oder abends, ne? Vor allem morgens, wenn man aus dem Bett kommt, dann merkt ihr, ah, da habe ich gestern was gemacht. Deswegen machen wir heute Ausdauer. Ja, die Form von Ausdauer, die haben wir ja schon besprochen. Es gibt ja verschiedene Formen. Heute gehen wir das Thema Ausdauer nochmal an, und zwar in Form von Grundlagenausdauer. Die Teilnehmer haben eine Strecke, einen Rundkurs von ca. 1,4 Kilometer, den werden wir zweimal laufen. Ich vermute mal, wir werden dann so um die plus minus 30 Minuten brauchen. Das ist ein recht moderates Tempo. Hier haben wir natürlich optimale Bedingungen in der Natur mit dem See und der Gegend. Da ist man auch schön abgelenkt und kann das, die Natur genießen. Wir befinden uns gerade hier unten. Und wir werden hier diese Strecke einmal nach hier oben laufen und wieder zurück. Und das Ganze zweimal. Das ist ungefähr so 1,4 Kilometer. Und, eine Runde. Eine Runde, genau. Eine Runde. Und das machen wir zweimal. Ihr hättet die Möglichkeit, jetzt ohne Stöcke oder mit Walking-Stöcken zu laufen. Da hättet ihr noch ein bisschen Armeinsatz noch mit dabei. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein. Ja. Aber habt ihr Interesse? Will jemand von euch sowas mal probieren? Ja, ich würde Stöcke probieren. Ja? Ja. Also ich habe schon vor einigen Jahren mal probiert, mit Stöcken zu laufen und habe festgestellt, dass es mir gut tut und ja, dass man irgendwie einen sicheren Lauf hat. Und ich will es einfach noch mal probieren. Ich habe die Stöcke lange nicht benutzt und ja, heute ist mal wieder der Tag, wo es probiert wird. Genau. Also von der Einstellung ist wichtig, dass du die Stöcke nicht so einrichtest, dass du hier im 90-Grad-Winkel bist. Mhm. Und wenn du läufst, du machst die Schlaufen um die Hände, wenn du läufst, dass die Hand entspannt ist. Also nicht verkrampfen mit der Hand. Mhm. Die Unterarme zeigen leicht nach unten und dann läufst du ganz entspannt mit den Stöcken. Von dem Tempo her ist vielleicht noch zu sagen, Grundlagenausdauer ist, wie ihr habt ja diesen Medizincheck gemacht, so zwischen 60 und 75% eures Maximalpulses. Warum ist es wichtig? Ein Dauerlauf heißt deswegen Dauerlauf, weil man nicht aufhören möchte, in dieser Zeit zu laufen. Das heißt, die Intensität wird so eingeteilt, dass man nicht schnell startet und dann einbricht, sondern dass man das lange durchhält. Du lasst? Ich kenne das irgendwoher schon. Ja. Genau. Also, das ist wichtig, dass wir hier jetzt diese zwei Runden durchgängig schaffen. Das wird wieder anstrengend für mich werden, aber. Schöne Aussicht hier, schöne Gegend. Ich freue mich. Ich werde die Gegend ein bisschen beobachten und dann auch einfach nebenbei laufen und abschalten. Und dann wird es schon funktionieren, denke ich. Gehen wir zum Startpunkt miteinander. Okay. Ja. Trotz Muskelkater oder wie Martin sagen würde, gerade deshalb, machen sich die drei Teilnehmer auf den Weg zum Start. Auf die Plätze, fertig, los. Konzentrier dich. So. Guck lieber woanders. Genau, jeder läuft sein Tempo, okay? Ja.
Ja, genau, so sollte es sein. Ja, bisschen, bisschen ins Hecheln. Bei dir auch. Du darfst gerne schwitzen. Hecheln kommt noch. Ja? Blinker setzen. Gehst du schon wieder hin? Ich hab gedacht, ja? Du musst doch gegen Ende mich überholen. Nein, 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 nein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. So, Meme, komm. Auch noch ein bisschen Zahn zulegen. Genau, genießt die Aussicht. Wir sind knapp 7 Minuten unterwegs jetzt. Guck mal, so, dass wir uns noch unterhalten können. Und wenn es zu intensiv ist, machen wir es wieder ein bisschen langsamer, das Tempo. Ja, aber geht's? Oder wird's schwer jetzt? Das sind wir noch. Ja, Marina kam mir ein bisschen zu entspannt vor. Also Marina muss man manchmal ein bisschen zu ihrem Glück zwingen oder drücken. Aber dann findet sie auch ihr Lauftempo. Sie war einfach ein bisschen zu langsam unterwegs. Und von daher habe ich gesagt, versuch mal so eine Mischung aus Joggen und Walken. Ja, irgendwas dazwischen zu finden, ohne groß zu hüpfen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für sie. Ja, das ist, glaube ich, dein Tempo. Wirklich. Die Beine, die Schmerzen, die Waden spüre ich extrem. Von der Luft her geht es mir noch relativ ganz gut. Das Wetter ist schön, Umgebung ist schön. Ich freue mich, hier zu sein. Rücken und Knie merke ich momentan gar nicht. Nachdem ich ein paar Übungen gemacht habe für mich, habe ich, glaube ich, meinen Rücken ein bisschen gestärkt. Mein Knie auch und momentan habe ich keine Schmerzen. Probier mal so ganz leicht. Es ist so eine Mischung aus Joggen und Walken. Nicht zu viel hüpfen. Versuch einfach so einen gemäßigten, aber langen Schritt. Nicht so kurze Schritte. Langen Schritt, genau. Und komm. Und vor. Und vor. Denk immer dran, du willst nach vorne. Ja. Nach vorne. Okay, aber wie fühlst du dich? Fühl ich gut. Ich glaube schon, dass es genau dein richtiges Tempo ist, oder? Ich denke auch. Ja. Ja, man muss bei diesen Sachen auch immer erstmal sein Tempo, seine Intensität finden. Nach rund 15 Minuten startet Marina als erstes in die zweite Runde. Anstrengend. Joggen statt gehen. Und es ist heiß. Ich freue mich auf die zweite. Die erste war ganz okay. Jetzt lässt die Luft langsam auch nach. Wird anstrengender werden. Mal gucken, wie weit ich komme. Also ich glaube, ich habe mein Tempo gefunden. Martin hat mir das auch gerade noch mal bestätigt. Die zweite Runde laufen Marina, Mehmet und Ulrich konstant weiter und können ihr Tempo halten. Nach 30 Minuten, also kurz vor dem Zieleinlauf, werden Marina und Martin überrascht. Oh, der Mehmet hat sich noch was aufgespart. Mehmet zieht an den beiden in einem beachtlichen Schlussspurt vorbei und läuft als erstes ins Ziel ein. Nur wenige Meter dahinter schaffen es auch Marina und Ulrich erfolgreich ins Ziel. Und haben die knapp 3 Kilometer Dauerlauf hinter sich gebracht. Einmal über die Ziellinie. Komm. Und geschafft. Sehr gut. Super. Super, jetzt geht auf die Uhr wieder. 129. Und Mehmet. Ich hab noch mal alles rausgeholt zum Schluss. Ich hab einen Überholsprint eingesetzt. Weil die Marina ist eine echt starke Frau hier und sie macht alles ganz gut. Und deswegen, sie spornt mich auch an, sie motiviert mich und deswegen wollte ich alles rausholen. Aber du hechelst jetzt gerade nur in Anführungszeichen wegen dem Schlusssprint, gell? Richtig, davor war eigentlich ganz okay gewesen. Ich habe zwar auch gehechelt, aber nicht so aktiv wie jetzt. Ja.
Aber gegen Ende habe ich dann noch mal Gas gegeben. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt häschel. Hast du dein Tempo gefunden? Meinst du, du hast so beim Gehen, das moderate Tempo gefunden? Beim Gehen war es eigentlich okay gewesen. Vielleicht hätte ich noch einen Schritt zulegen können. Ja. Habe ich dann am Ende gemerkt, weil anscheinend hat mich das nicht so kaputt gemacht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dann hätte ich nämlich den letzten Durchschnitt. Es soll auch nicht kaputt machen. Also das missverstehen viele. Moderates Tempo ist, dass du ruhig noch länger laufen kannst, ohne kaputt zu sein. Das ist wichtig. Ja. Weil hier geht es nicht darum, dass du uns zerstört. Der Schlusssprint ist okay. Ja. Ja? Das musste sein. Ja, das musste sein. Das ist verständlich. Okay, dann erhol dich ein bisschen, trink was. Ja. Gell? Okay. Hast du gemerkt, dass du am Anfang ein bisschen zu langsam warst? Ich habe mich am Anfang ziemlich auf meinen Muskelkater konzentriert und bin dann so ein bisschen rumgeeiert. Und ja, aber irgendwann ging es dann. Genau. Merkst du jetzt was vom Muskelkater? Oder bei den letzten Schritten? Jetzt bewege ich mich ja gerade nicht. Bei den letzten Schritten hast du was? Nee, zwischendrin hat man es dann auch nicht mehr gemerkt. Genau. Und das ist auch so ein typischer Effekt am Anfang. Auch morgens, wenn du aus dem Bett steigst, tut es noch weh. Wenn du in die Bewegung kommst und durch die Durchblutung kommt, geht es auch weg. Deswegen ist immer gut, irgendwie in Bewegung zu bleiben. Am Anfang des Trainings spürt man den Muskelkater und irgendwann ist der Körper so durchblutet, dass du nicht mehr so viel davon merkst. Nee. Das ist auch so typisch. Man konzentriert sich auf den Muskelkater und denkt, ah, das tut aber weh. Und dann ist man gar nicht in der Situation, sondern in seinem Körper. Und du hast aber, denke ich, ein gutes Tempo für dich gefunden. Du hast jetzt schon ein paar Trainingseinheiten hinter dir und auch den Test. Das heißt, da merkst du schon die kleinen, aber wichtigen Schritte zur Veränderung. Das wirst du ja auch jetzt jeden Tag spüren. Es gibt immer so einen kleinen Schritt nach vorne. Manchmal geht es nicht so schnell. Oder du hast das Gefühl, es geht gar nicht voran. Aber es ist passiert was in deinem Körper. Es ist ein komplexes Thema und du wirst immer besser ein Stückchen. Ihr habt super durchgehalten. Ich denke, das sind so die ersten wichtigen Erfahrungen, Grundlagenausdauer mal zu erleben. Ja, so ein Dauerlauf. Jetzt habt ihr einiges geleistet. Und wir würden die Heimreise antreten, beziehungsweise die Reise wieder zurück. Und ruhen uns ein bisschen aus und essen mal was. Ne? Ankommen. Ja. Geschafft. Einen Dauerlauf hätten die drei vor Refresh wohl selbst nie in Erwägung gezogen. Doch dann hätten sie auch nie erfahren, wozu sie in der Lage sind. Wenn du hinter die Kulissen schauen möchtest und sehen möchtest, wie es da aussah, dann schau bei Instagram vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis dann!